Nice! Geil, Mann. Mein Name ist Bruno Barnaby. Ich bin aus Frankfurt am Main. Yes. Ich bin nicht nur wegen der Comedy hier. Ich bin ehrlich mit euch. Okay, ich weiß, Finale hin und her. Aber ich habe einen Baba-Fernseher auf eBay Kleinanzeigen gefunden. Der ist hier um die Ecke. Den hole ich nach Show direkt ab. Man muss auch ein paar Sachen im Leben kombinieren können, oder nicht? Bisschen spontan sein. Yes. Nein, Mann, aber eBay Kleinanzeigen sollte ein Begriff sein, oder, für jeden? Relativ simpel. Man will was verkaufen, am Ende des Tages so schnell wie möglich loswerden. Und ich weiß ganz genau, jeder von uns hier hat schon durchgespielt. Wir wissen ganz genau, eigentlich wünschen wir uns doch einfach nur jemand, der direkt nach 5 Minuten schreibt, schönen guten Tag. Ich habe mit sehr großem Interesse Ihr Inserat gesehen. Mit dem Preis bin ich auch einverstanden. Mit freundlichen Grüßen, Jens. Seid mal ehrlich, jeder wünscht so einen Jens, oder nicht? Hä? Ist so. Das Problem ist, es gibt keinen Jens. Ich habe den kleinen Bastard gesucht, ich finde den nicht. Stattdessen kriegst du so viele andere Nachrichten, mit denen du nichts anfangen kannst. Letztens schreibt mir einer um 3 Uhr morgens. Was geht ab, Bruder? Was soll abgehen? Ich bin am Schlafen. Geht noch was? Was schreibst du mir um die Uhrzeit? Walla, Bruder, für 20, ich hol direkt ab. Nach so einer Nachricht um diese Uhrzeit, du willst ihn doch eigentlich nur beleidigen? Beleidigen! Aber was sind wir? Wir sind höflich. Was schreiben wir? Danke dir für deine Nachricht. Leider verkaufe ich mein Auto nicht für 20 Euro. Aber dank dir. Ich hätte zwar Minus gemacht, aber dank dir. Ist so. Dann gibt's die, die auf eBay Kleinanzeigen einfach mit dir tauschen wollen. Nirgendwo hast du geschrieben, dass du tauschen willst. Die wollen tauschen. Ich hätte doch geschrieben, dass ich tauschen will, wenn ich tauschen will, Bruder. Und ist nie ein guter Tausch, oder? Nie. Nie war es so eine Anfrage, wo du dir gedacht hast, warte mal ganz kurz, da würde ich gern tauschen, Bruder, ich schwöre alles. Nie, oder? Sind immer so komische Tauschanfragen. Ich wollte meinen Laptop verkaufen. Schreibt mir einer, hey, wärst du eventuell an einen Tausch interessiert? Ich tausche gegen eine Original-Zündkerze vom Opel Corsa 2013er Baujahr. Digga, was will ich mit der Zündkerze zu Hause? Wie kannst du pauschal davon ausgehen, dass ich eine Zündkerze gebrauchen kann? Denkst du wirklich, ich chill zu Hause, ich krieg Besuch, meine Jungs kommen, ich sag, Jungs, kommt mal rein. Lass Schuhe an, Bruder, geht schnell, kommt mal rein. Genau, erstmal danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Jetzt guck auf Schrank, Bruder. Guck länger, Bruder, guck länger. Original-Zündkerze, Bruder. Und meine Jungs drehen durch. Alle ehrlich, von Opel Corsa oder was? Ich sag 2013er Baujahr, Bruder, 2013er. Halt dich fest, Bruder. Ich hab gegen Laptop getauscht. MacBook Pro, Bruder, gegen Zündkerze. Aber die Schlimmsten auf eBay Kleinanzeigen sind die, oder das Schlimmste auf eBay Kleinanzeigen ist, wenn du eine Wohnung suchst. Warte schon mal auf eBay Kleinanzeigen wegen einer Wohnung. Vor allem, wenn du eine Wohnung brauchst, das ist das Schlimmste. Die geben sich ja gar keine Mühe mehr, Bruder. Gar keine Mühe mehr. Die machen ein Bild rein. Auf eBay Kleinanzeigen, die machen einfach. Alle shit, Digga. Warte mal ganz kurz. Die Schlimmsten auf eBay Kleinanzeigen, die geben sich gar keine Mühe mehr. Die machen einfach eine Wohnung rein, ohne Bild. Genau das meinte ich.
Soll ich mir die Wohnung vorstellen oder was? Hm? Wie soll das funktionieren? Hm? Soll ich eine VR-Brille anziehen, mal durchs Wohnzimmer laufen oder was? Aber die können sich's ja erlauben, weil mittlerweile gefühlt jeder sucht eine Wohnung. In Frankfurt ist es so, ich weiß dir, jeder sucht eine Wohnung. Du musst schnell sein. Und ich habe so viele Absagen bekommen. Irgendwann jemand hat mir geschrieben, ich durfte zu einer Besichtigung kommen. Ich habe mich vorbereitet, ich mein's ernst. Ich bin zu Friseur gegangen, ich werf alles. Calvin Klein Unterhose angezogen, man weiß nie. Die guten Unterhosen in diesen Tagen, ihr wisst doch. Ich komme dahin, 54 andere Leute. Ich bin direkt zu diesem Makler gerannt. Direkt. Wo ist der Makler, Digga? Ich komme dahin. Ich sag, entschuldigen Sie bitte. Ich nehme die Wohnung safe. Sie haben doch die Wohnung noch gar nicht gesehen. Ich habe die mir vorgestellt. Ich nehme die safe. Nee, das kann ich jetzt so leider nicht direkt hier entscheiden. Hör mir mal zu, Bruder. Ich tausche gegen Zündkerze. Dankeschön, Stuttgart. Das war's von mir. Haut rein. Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Checkt auf jeden Fall weitere Videos ab. Die sind mega lustig. Einer ist hier. Hier ist auch noch einer. Und ihr könnt euch die ganze Folge hier in der ARD Mediathek anschauen. Vergiss auf jeden Fall nicht zu abonnieren. Das haben wir hier. Wir haben für alles gesorgt. Ihr müsst nur klicken, okay? Haut rein.